Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time. In der letzten Folge hatten wir nun endlich einmal den Dungeon jetzt mal vollständig erkundigt. Wahrscheinlich nur teilweise eher. Denn wir wissen ja schon, selbst in der letzten Folge hatten wir schon sehr viel gelitten. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, bis zum fünften Stock zu kommen. Eine Truhe haben wir leider übersehen, aber das wird wahrscheinlich nur mit Rubinen sein und alles andere. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir schon jetzt mal größtenteils durch. Nun, jetzt fallen uns jetzt eine einzige Sache nur noch. Auf zu Volvagias Höhle. Zum Höhle des Löwen, Leute. Ihr habt darauf gewartet. Jetzt geht's los. Der Runier scheint wohl nicht da zu sein. Wo steckt er denn bloß? Aber lass uns nachsehen. Ist Volvagia tatsächlich down? Anscheinend nicht. Und ein Erdbeben. Oh. Anscheinend nicht. Volvagia ist immer noch da. Subterrana Lava-Drachenhold. Volvagia. In der Textur sieht es ja eher noch mit dem Originalen aus. Ich habe irgendwas besser vorgestellt, aber what the fuck? Naja. Der Texturenpack ist für manche Leute jetzt sehr viel kritisierend, aber naja. So. So, ich weiß jetzt auch schon die Schwachstelle, also wir müssen jetzt nur mit dem Hammer angreifen. Oh, Vorsicht. Ich kann uns mit Feuer treffen. So. Ich glaube, ich werde jetzt mal mit dem Pfeil, jetzt mal einen feinen Bogen mal probieren, ob ich ihn runterbringen kann, den Vogel. Boah, ich kann nicht mal sehen. Ah, der landet wieder runter, also müssen wir einfach nur ihn ausweichen. Ist klar, Spiel. So, wo kommt der jetzt raus? Hier. Das muss jetzt eher sehr wehtun. Da würde ich lieber ihm gerade garantieren, dass er lieber Aspirin nehmen soll. Okay. Jetzt müssen wir ausweichen, die Feuerbrocken. Die sehen wir eh schon hier im Schatten. Das macht es ein bisschen komplizierter. So, mal sehen, wo er jetzt rauskommt. Weiterhin mit der... Hier drüben ist er. So. Zweites Mal können wir ihn nicht treffen, aber er macht schon zwei Schaden. Das ist schon eine Menge. Also mit den Pfeilen kann ich ihn treffen. Nice. So. Jetzt müssen wir schön aufpassen. Hey, kommt der? Hier kommt er raus oder wo? Oh mein Gott, der rüstet mich. Jetzt habe ich ihn doch getroffen. Aber keine Sorge, wenn wir jetzt down gehen. Boah, die Kamera. Kamera. Boah, Mann. Ja, ausgerechnet muss jetzt die Kamera jetzt noch abkacken, ne? Eine Fee haben wir jetzt verkackt, aber ist nicht so schlimm. Wir gehen noch zum einen kleinen Brunnen noch, da habe ich noch etwas zu erledigen. Denn wir müssen jetzt als kleiner Link wieder zurückkehren.
war ja klar, dass sie mich nicht treffen lässt. So, wo kommt er jetzt? Oh, verdammt, ich habe ihn jetzt verfehlt. So. Das muss nicht verschlampen. Wir haben jetzt schon zweimal Game Over gegangen. Zum Game jetzt. Fuck! Ah, ich habe ihn doch treffen können. Stirb jetzt endlich! Yeah! Ich liebe es, Drachen zu vermöbeln. Zum Frühstück. Obwohl es gerade erst Abend ist, vielleicht. Das ist jetzt ein paar Dreh. Tja. War es das jetzt mit ihm? Oder kommen wir wieder noch eine Runde? Ah, jetzt ist doch vorbei. Und er wird zum Skelett. Drachenhorn von Valgir. Dies ist der gefürchtete Wächter des Feuertempels, erweckt vom Großmeister des Bösen. Gut zu wissen. Aber jetzt kriegen wir dazu noch einen Kerzcontainer. Yeah! Das ist genau, was ich liebe. Ein Herzcontainer zu bekommen. Das ist genau am Lava-Flussbett, what the fuck. Na gut, wir haben jetzt doch geschafft. Der zweite Dungeon, also das dritte Amulett, gehört schon so gut wie uns. Doch vorerst... ein Vulkanausbruch. Der Todesberg ändert sich. Der Himmel ebenso. Zurück zum Halle der Weisen. Darunia, was geht? Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbarte mich dir als einer der sieben Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister, des Feuers und der Freundschaft. So, damit haben wir jetzt schon drei Amulette. Uns fehlen uns nur noch drei. Die Amulette des Wassers, die Amulette des Schatten und die Dunkelheitstempel noch. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt dich sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Obwohl, vergiss, schreiben wir nicht mit scharfes S, sondern mit 2S. Ich schreibe immer mit 2S, aber warum, seit wann schreiben wir das mit scharfem S? Das habe ich nicht damit gerechnet. Naja, wir müssen jetzt noch kurz schnell zum Tempel wieder reingehen, denn wir müssen jetzt noch unsere Feen nachfüllen. Oder wir können... Warte. Uno momento, por favor. Wir gehen jetzt mal schnell zurück zum zu Darunias Ort. Wir gehen müssen, und zwar zum Gronen, zu den Gronen natürlich, denn wir kriegen dann das Bigron Sword sehr, sehr bald. Na bitte.
kriegen wir extra Pfeile. Na gut, wir haben jetzt alles erledigt, oder? Mal sehen, wie es jetzt mit den Kronen jetzt abgeht. Die sind alle da. Danke, Link. Na, kein Geil. Das habe ich doch gern getan. Na gut, lass uns jetzt mal nachschauen, was wir noch machen können. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch eine Feder nachfüllen. Aber wir haben jetzt noch eine Sache noch zu erledigen. Ich weiß, wir können jetzt noch zum Wassertempel gehen, aber das will ich jetzt einmal für später aufheben. Okay. So, schnell wieder zurück zum Tempel. Also zum, ihr wisst schon, was ich damit meine, zur Zitadelle der Zeit. Denn wir müssen jetzt zurück, als kleiner Link wieder zurück. Denn wir haben noch eine Sache noch hier zu tun. Wir müssen jetzt als kleiner Link nun zum Brunnen gehen. Denn wir müssen jetzt natürlich die Auge der Wahrheit jetzt finden. Denn ich glaube, mit so vielen Herzen können wir tatsächlich jetzt dann den... So, also wie ihr wisst schon selbst, wir müssen das Auge der Wahrheit jetzt doch als erstes noch finden. Denn wir müssen natürlich zum Brunnen. Denn im Brunnen gibt es natürlich ein Dungeon-Item, das wir brauchen. Und das ist natürlich erst ab der nach dem Wassertempel gehen wir dann direkt zum Schattentempel. Und da brauchen wir natürlich ein ganz besonderes Item. Was es sein wird, ich lasse es euch wissen. Ihr wisst schon, das Auge der Wahrheit. Ich habe es schon gerade erst gesagt. Hust, hust. Na gut. Wir gehen jetzt noch schnell zur Dorf... von Kakariko natürlich. Denn das ist der Ort, wo wir jetzt gehen müssen. Und ja, Leute, ich weiß ja selbst, ich habe wahrscheinlich das schon im letzten Part erwähnt oder schon vor zwei Parts erwähnt, dass ich dann ein Let's Play machen werde mit einem Spiel. Und zwar mit The Legend of Zelda The Missing Link. Das ist natürlich eine Fortsetzung nach den Ereignissen von Ocarina of Time. Es ist eine Fanmade ROM-Hack, was jetzt wirklich geschehen ist zwischen Link, nachdem Link Ganondorf besiegt hat und er wieder zurück als kleiner Junge jetzt nun durch die Welt reist. Und ich frage jetzt sicherlich jetzt, werde ich auch Majora's Mask Let's Playen? Ja, schon, aber wenn ihr dabei interessiert seid, werde ich definitiv Majora's Mask definitiv Let's Playen. Bei eurem Interesse natürlich. So. Wir gehen jetzt nun zum Windmühle anscheinend, denn wir brauchen natürlich jetzt das Wasser runter tun. Wir müssen das Wasser jetzt runterziehen. Oder ist es schon jetzt bereits? Ich weiß nicht. Ne, das Wasser ist nicht weg. Gut, dann müssen wir als erstes hier runter gehen. Aber bevor wir das tun, wir gehen jetzt noch schnell zur Windmühle, denn wir müssen die Hymne des Sturms abspielen. Vor diesem Orgelspieler. Warte. Warte. Du-re-di, ist es nicht richtig? Ich weiß nicht, ist es falsch? Nee? Da muss ich später kommen. Ja, anscheinend muss ich dann doch den Wassertempel machen. Verdammt.
Na gut, dann müssen wir doch jetzt wieder zurück. Okay, Backtrack. So, ich habe mich jetzt geirrt. Also wir müssen doch jetzt nicht zum Brunnen gehen, aber ich glaube, den Brunnen können wir erst freischalten, sobald wir dann den Wassertempel erledigt haben. Es gab auch ein paar Theorien über den Brunnen hier in Kakariko. Und ja, wenn ihr wissen wollt, es gab sehr viele Theorien von Looks-Like Link natürlich. Für die Leute, die Looks-Like Link geguckt haben, den LPR. Der hatte natürlich eine Theorie veröffentlicht, das war ja vor ein paar Jahren. Über, ich weiß nicht, das war über den Boss von dem Schattentempel, Bongo Bongo. Ja, keine Spoiler. Bongo Bongo scheint wahrscheinlich ein Mensch gewesen zu sein, was hier im Brunnen, dass er im Brunnen eingesperrt wurde. Ja, ziemlich strange, nicht wahr? Naja. Na gut, wir müssen jetzt als erstes noch schnell zum... Zoras Reich, denn... Das ist natürlich der Ort, wo wir gehen müssen. By the way. Der... Also der Todesberg sieht schon jetzt ein bisschen besser aus. So. Dann lass uns jetzt schnell nach... Zoras Reich gehen. Oh Mann. Falscher Knopf. So, Epona, komm her. Bei Fuß. So, dann lass uns jetzt schnell rüberreiten zum Zoras Reich. Denn es ist natürlich unser nächster Halt. Und hier ist es auch schon. Ja genau, wir können jetzt noch zum Hylia-See gehen. Ja genau, zum Hylia-See. Das Interessante ist... Also das Interessante ist daran, dass wir kaum diese Skelettenviecher jetzt sehen nachts über. Hä? Der kann nicht drüber springen, what the fuck? Ja. Würdest du jetzt mal hochspringen, Kollege? Ah, jetzt kommt der noch, ne? Und diese Geisterviecher stattdessen. So. Lass ihn jetzt schnell rüberreiten. Hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. So. Ach, die falsche Richtung. Hier ist ein Gegner. Ich weiß, wo es ist. Ach, komm. Du kannst doch besser reiten, oder dann nicht? Ist einfach nur zum Kotzen. Na bitte, geht doch. Wir gehen jetzt noch zum Hylia-See.
fürs Erste, damit wir dann endlich mal den nächsten Teleport-Hymne kriegen und um hier zu Herd zu teleportieren. Denn hier kehren wir auch wieder zurück. By the way. Ihr seht schon, der Hylia-See ist ausgetrocknet. Ich muss jetzt schon nach oben. Und hier scheint es vielleicht richtig regnerisch zu sein. So. Gehen wir schnell zum Ort, wo wir gehen müssen. Und zwar zum Wassertempel. Aber ich weiß ja selbst, wir müssen noch zur Eishöhle. Und zwar in der Zoras Reich. Hier ist auch schon zu Ort, wo wir gehen müssen, aber ich glaube. Ah, scheiße, ich bin jetzt falsch. Ich dachte jetzt, das ist richtig. Hey Red, das ist doch eh richtig. Warum gehst du jetzt hier zurück? Naja, ist mir gerade jetzt eingefallen. Wir müssen direkt zu Zoras Reich irgendwie reinkommen. Ich weiß auch schon wie. Aua. Deshalb, wir gehen jetzt mal kurz wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es dort einen Weg gibt, weil dort war ein Weg gewesen, um zu was Reich zu kommen, aber anscheinend ist es jetzt zu, oder? Ja, anscheinend doch. Es ist doch zu genäht. Naja. Okay, dann müssen wir jetzt doch jetzt mal dann einen Cut machen. Was ist los? Und ja, Leute, ich habe jetzt irgendwas nachgeguckt bei dem Timeskip von 7 Jahren, also bei Link und bei Zelda. Und Queen of Time ist natürlich dann der König von Hyrule irgendwie verstorben. Es wurde auch darüber gemunkelt, dass der König von Hyrule ermordet wurde oder sowas, aber ich bin mir das eher das Gegenteil. Sag mal, Epona, spring doch mal richtig, nimm ein bisschen Anlauf. Jetzt muss ich wieder mal die Hymne der Sonne abspielen, oder? Wie ging es nochmal? Warte. Die Hymne der Sonne, oder? Links, rechts, unten hoch, rechts, unten hoch. Okay. Rechts, unten hoch. Ja. Boah, Link, geh doch mal hoch. Meine Güte. Jetzt drehe ich mich schon wieder auf. Na bitte, geht doch. Und nicht gleich so. Diesen kleinen Zaun kann er nicht hochspringen. Was für ein Lappen ist denn eigentlich Epona, ne? Diesen kleinen Zentimeter hohen Zaun kann er nicht hochspringen. Aber für den hohen Zäune, nicht so...
Nicht so hoch, aber passend für mich zum Springen. Es passt nicht zum Springen für mich. Du spast. Naja. Jetzt reite ich schon jetzt unnötig umher. Ich glaube, ich werde jetzt mal kurz cutten oder sowas, bis wir endlich da sind. Tat's eine Weile. Hüya, hüya, komm. Nicht Jahrzehnte Zeit. Boah. Hui, hui, hui. Komm schon, mach schneller. So. Dann lass uns jetzt schnell nach zum Zoras Reich gehen und das zu Fuß. Ach man, das wird jetzt ziemlich heftig sein jetzt. Besser, ich farme jetzt ein bisschen mehr Items. So, dann lass uns jetzt mal schön mal weiter teleportieren hier. Na bitte. Schnell mal hier rüber gehen. Da brauchen wir natürlich jetzt die, die Stiefel. Falscher Knopf. Nee. So. Das Wiegenlied von Zelda brauchen wir natürlich. Müssen wir natürlich jetzt rüber, denn unser nächster Halt ist jetzt nun Zoras Reich, Leute. Und es ist ziemlich vereist. Und es schneit. Mitten in einem Wasserhöhle. Was haben wir damit erwartet? Und natürlich ist auch die ganze Sache eingefroren. Na gut, lass uns jetzt mal rüber gucken. Ich glaube, im nächsten Part werden wir dann weitermachen. Dann geht's dann ab in die Eishöhle. Ja, der ist festgefroren. Mann, meine Controller fliegt auch noch rum weg, während ich jetzt mein Auge wische, ne? Ich weiß, ich habe irgendwas im Auge. Ja, schön strecken das doch schon, Link. So. Das ist bei Zoras Quelle, wo Lord Yabu Yabu stand. Aber hier müssen wir jetzt nun direkt konfrontieren, dass wir jetzt drüber springen müssen, und zwar zur nächsten Seite des Ufers. Gebracht. Na ja, gut. So, ich muss ja ziemlich jetzt konzentrieren hier. Oh,
Diesen Herzhalter darf ich nicht entgehen. Und bam. So, damit haben wir jetzt schon einen weiteren Herzteil. Wie viele Herzteile brauchen wir natürlich? 3 noch, damit wir haben wir dann bald 9 Herzen. So hoch. Aber die Kamera ist einfach nur zum Kotzen. Boah, daneben. Boah, die Kamera dreht immer woanders, wo ich will. Das macht es wild, das ist diese Kamera, ne? Oh, verdammt, jetzt habe ich das verkackt. Ach, hör auf. Komm schon, jetzt geh hoch. Heck. So, ich muss jetzt aber richtig timen. Jetzt. Super, jetzt haben wir es doch geschafft. Na gut, wir werden uns in der nächsten Folge weitersehen. Dann gehen wir dann direkt zur Eishöhle. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Also gebt einen Daumen hoch, falls euch der Part gefallen hat. Und ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, denn Support ist kein Mord. Und ja. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Euer Red Bull Gotendo. Ciao.